Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von Titan Quest Multiplayer Play. Hoffentlich diesmal mit einer längeren Aufnahme. Mit Fishy, mir, den Doges, dem Albtraum und gefährlichen Gegnern. Gegner. Oh, guck mal, Schnee! Ja, oder ist im Harz. Wir sind im Harz. Also, danke. Vor allen Dingen, ich finde ein bisschen doof, dass die Neandertaler in Orient sind. Das weil Neandertaler aus dem Neandertal stammen und das ist nicht in Orient. Das ist aber in Asien, oder? Das sind die anderen Teile in Deutschland. Okay. Bildung gleich null. Also ich glaube, es ist in Deutschland, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwo im Orient. Deutschland ist einfach der Orient. Hey, Deutschland ist einfach überall. Wolfenstein. Wenn ich Wolfenstein spielen würde, ich würde niemanden töten. Ich würde einfach nur das Leben genießen. Das ist einfach Wolfenstein-like. Deutschland ist überall. Krieg gewonnen mit der besten Technologie und so. Mit Panzerhunden. Die mir voll mega leid tun, weil die irgendwie... Ich meine, was haben sie dir getan? Warum tötest du sie? Weil Roboter sind verdammte Scheiße? Nein, es sind Hunde in einer Roboter-Klamotte. Also ich habe keine Ahnung davon, aber die sehen einfach so aus für mich wie Roboter. Das sind einfach wirklich gepanzerte Hunde. Also dein scheiß Ernst? Ja. Ich sterbe übrigens fast, danke. Guter Healer auf jeden Fall. Ich bin komplett woanders. Ja, dann heil mich mal bitte mehr. Dann lauf mal bitte weniger zu irgendwelchen Haufen. Hier sind übrigens 6 Yetis. 5? Ach, noch mehr. Ja, keine Ahnung, ein paar. Annehmbar viele. 4, 6. Mit rechts den sind 6. 7. Haben die Yeti-Feld? Ja, wahrscheinlich. Ja. Hat da jemand Husten? Hörst du das? Das hat man richtig klar und laut gehört. Okay. Ja, hat jemand Husten. Aufhören zu rauchen. Ja, du sollst aufhören zu rauchen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein Wurfmesser in Yeti reinwerfe, ich werfe es nicht so, wie man ganz normal geht, ich werfe es wirklich in sein Gesicht rein. Freddy sagt, du sollst aufhören zu rauchen. Sorry. Wie oft die Yeti-Pelz droppen, Alter. Ja, wovon willst du sonst Yeti-Pelz bekommen? Wir müssen ja die Yetis droppen. Aber trotzdem, wie oft die das droppen. Kannst du mich healen oder hast du keine Lust? Keine Lust. Werde ich irgendwie schneller, wenn du mir, wenn du mich healst? Weiß ich nicht, du bist sowieso viel schneller als ich. Da hinten ist ein Brunnen. Stimmt, nur bedingt. Brunnen der Wiedergeburt. Was seid ihr? Oh, guck mal, Gargoyles! Gargoyles. Was seltsam, können wir die alle Ice behalten? Peng. Sie heißen Ice Peng. Sie sehen aus wie Gargoyles, sie benehmen sich wie Gargoyles. Sie haben die Stimme Gargoyles. Von Gargoyles. Sind Ice Peng, logisch. Gargoyle hätten sie sich wahrscheinlich kaufen müssen, weil das was Patentiertes ist. Ja, also habe ich ein Patent drauf. Ich hätte das aber gerade gegeben. Ist Gargoyle aus einem Film oder aus einem Spiel oder ist es einfach aus einer Legende? Gargoyle ist, glaube ich, der architektonische Name. Ja, keine Ahnung, ich glaube, es sind Legenden. Das sind diese Wasserspeier, ne? Ja. Ja, vielleicht hat sich irgendein Film oder Spiel ein Patent drauf geholt. Ja, genau. Deshalb nennen auch alle anderen das Gargoyles, nur halt dieses Spiel nicht. Ja. Ich glaube, ich werde am Ende nochmal alle Sets zeigen oder so, weil ich habe nur so eine Map runtergeladen. Eine Map? Ja. Wir wollten doch, nachdem wir die Standard-Mission durchgespielt haben, selbst erstellte Maps machen. Wir wollten auch das Spiel dann nochmal auf Episch und Legendär durchspielen. Das mache ich mit Jörg. Also nein, das machen wir dann mit Jörg. Ach, willst du nicht mit mir? Okay. Doch, wir mit Jörg. Ja, einfach weil Jörg, da durchgeht und bam, 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 alles tot. Instant. Ich mache übrigens auch wenig Schaden. Massiger Yeti, aua. Haben wir noch zwei? Na, das sind mal Yetis. Ja, die sahen im Schatten von den Bäumen gerade so aus. Oh, ich habe einen Yeti-Pelz fertig. Einen? Ja. Zwei schon fast, ne? Ne, ich habe zwei. Die sind Level über uns, ich glaub's nicht. Die sind schon ganz Zeitlevel über uns. Nicht so der erste Yeti war schon Level über uns. Die Ice Peng sind einfach so 21 bis 27. Ja, das sind halt so wie Saturn wahrscheinlich.
Weiß ich noch mehr. Ich will jetzt halt den Altrum angreifen, weil ich denke, das ist ein Gegner. Er ist ja auch so süß. Wir sind noch mehr Eispengs. Ich dachte, die wären tot. Zum Glück wirft meine Spielfigur nicht, das Messer nicht einfach komplett woanders hin, als wo ich hinziele. Hey, wir sind auf Eispeng, ne? Ich werfe einfach den Berg runter. Ach so, kannst du machen. Alter, mit unter 30 FPS zu spielen ist echt stressig. Ich spiele mit 25. Ich auch. Maximal. Ja, und mein PC ist scheiße. Was ist deine Ausrede? Mein PC ist... Swag. So... Amdo-Region. Was für eine Scheiße. Oh, da vorne ist ein Dings. Ein Dings. Ein Dings. Ich hatte gerade meine linke Hand auf dem Handy und wollte kurz gucken, wie lange der Partner geht. Auf einmal sterbe ich fast und drücke erstmal alle Tasten durch und hoffe, dass ich einen Heiltrank treffe. Das habe ich auch schon gehabt, ey, dass du reagierst einfach alle Tasten drücken, egal was, Hauptsache. Hat der einen Hut auf? Den Hut auf! Du hast Helm, aber okay. Energie. Ich habe schon jetzt zwei Hüte auf. Sogar Helme, ein paar. Ja, das sah gerade richtig aus, als ob der einen Hut auf hatte, so ein Erforscherhut. Hier wäre cool. Na, dann sollten wir Gegner. Da hinten ist eine Stadt. Ja, ich weiß, aber ich wollte erstmal gucken, was vor der Stadt ist. Denn der Stadt geht meistens weiter. Nein, nein, nein. Außer in Gizeh. Gegen Gizeh geht es nicht weiter. Gizeh ist scheiße. Gizeh war auch keine Stadt. Gizeh hat ein Portal. Ja, war aber keine Stadt. Alles, was eine Stadt ist, für mich ein Portal. Moment. Da habe ich gerade zwei Begriffe im Kopf umgedreht. Oh, ich will diesen Hut haben. Nein, die wollte ich nicht, ich will das andere haben. Nein, da, das will ich. Oh, lag, mega lag. Hatte ich auch gerade. Ich kann es nicht benutzen, dafür brauche ich Intelligenz. Ich habe gerade so einen grauen Schädel aufgesammelt, weil ich den einfach haben will. Okay. Ich darf nicht so weit nach rechts laufen, ansonsten komme ich wieder aus meinem Bildschirm raus. Das ist überhaupt das Beste. Das ist halt ein Problem, wenn man halt ein. Wenn man halt so viele Bildschirme hat. Oh, kauf dir einfach 5 und spiel auf 4 Bildschirmen und auf dem 5. hast du dann einfach Skype offen. Oder TS. Ja, genau. Oder die Map. Ich sehe gar keinen Brunnen? Irgendwie nicht. Vielleicht am Ende. Ja, am Ende. Ohne Quest. Ohne Quest. Früher haben wir noch. Mein Sohn ist vor einigen Tagen. Der Riesen-Yeti. Gibt's auch eine östliche Seitenstraße? Weil das hier ist die westliche. Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Quest da mit diesem Typen, wo keine Quest war? Angeblich? Keine Ahnung, wir haben alles erkundet. Vielleicht ist er durch dieses Dorf auch noch durchgelaufen. Ich guck grad, wir haben alles erkundet. Außer da geht's durch den undringlichen Wald weiter. Das sieht nicht so aus. Ich habe hier eine Rüstung, die einfach einfacher Gürtel heißt. Und es ist einfach nur ein Gürtel. Das ist ja noch nicht ein Secret. Ja. Habe ich noch irgendwas Cooles? Moment. Moment mal kurz. Ich bin gerade beim Übergabebereich. Ich erstmal was verkaufen. Ich habe echt nichts gekriegt. Nichts? Gar nichts? Wie? Ja, nichts an Equip. Also nichts an Essenzen. Nee. Hart. Nein. Ich hätte einfach ein bisschen was. Okay. So, hier habe ich nichts mehr drin. Das heißt, Karawanhändler hier. Ich gucke mir das auch gerade an. Ich habe einen geilen Helm gefunden. Der macht. Alter, der hat fast 100 Rüstung. Wer? Mein Helm, den ich jetzt habe. Yeti Panzer macht. Also, Yeti Pelz macht übrigens Kältewiderstand. Okay. War irgendwie klar. Bei den Typen hier vorne kann man noch auseinanderschmieden, ne? Wo man Artefakte machen kann. Ja. Hab ihn 150.000 gekostet, das rauszuholen. Kleingeld. Ja, wieso kann ich. Hä? Achso. Achso, stimmt, das kann ich einfach so machen.
Ja, ich muss jetzt auch noch mal kurz was auseinanderschmieden. Keine Angst, ich hab jetzt noch deine Sachen Helm, sind dir sicher. Blau ist der Typ, der die Punkte zurückgeben kann. Wenn der Gegenstand zerstört ist, kehren die Kräfte in das Relikt zurück. Quest, Riesen-Yeti, Geheimnis in den Bergen. Hier geht's dann nur, ich geh schon mal zum Brunnen. Ich habe jetzt einen Helm mit 97 Rüstung. Stärke und Leben plus. Möge Weisheit dir den Weg weisen. 9,5 Minuten. Okay. Das heißt, wenn du dich beeilst, können wir noch was schaffen. Ich muss jetzt nur noch kurz zum Händlern verkaufen. Danach bin ich einsatzbereit. Ich gehe noch mal kurz zum Händlern, kaufe ein paar Tränke. Sehe die Leute nach Osten reisen, ich sehe sie nach Westen gehen. Und noch nie habe ich so viele Monster gesehen. Was kann ich für dich tun? Du kannst die Schnauze halten und mir gefälligst meine Sachen abnehmen. Kaufe eine neue Farbe, ich kaufe mal rosa. Eine grüne Keule willst du nicht, ne? Naja, im Arsch. Ich habe auch einen einfachen Gürtel. Hatte. Läuft auf jeden Fall. Ich muss ganz dringend nur ein Schild haben, Alter. Mein Schild ist so schlecht, mein Alter. Achso, ich dachte, dein Schild ist richtig gut, deshalb verkaufe ich alle Schilde, die ich finde. Mein Schild ist richtig, richtig schlecht. Das ist, glaube ich, noch einer aus, entweder einer aus Ägypten oder sogar noch einer aus Griechenland, das kann auch sein. Aus Griechenland hast du einen blauen gehabt. Aus Ägypten hast du den nächstbesseren. Ja, dann ist es ein ägyptischer, weil das ist ein grüner. Der macht nur bis 8, also der macht 10%, 68 Schaden. Bis bald. Die Stadtwachen machen sogar was. Ja? Normal. Nee, das ist nicht normal. Manche machen hier einfach nichts. Oh, er wird gerade getötet. Ich habe kein Heal-Zeug gekauft. Wie geht's? Ja, ich habe doch extra noch gesagt, ich gehe was kaufen. Das hätte ich auch einfach müssen, aber ich brauche noch was. Hab ich auch. Das nehme ich gerade so ein bisschen an. Nee, doch nicht, ne, wer meint. Was denn? Nö, schon gut. Die Musik ist gerade wieder schön. Vielen Dank. Ich hab gerade so ein, wie heißt das? Diese komische Panflöte heißt es. Arschflöte. Ja. Ich habe ja morgen nur 2 Stunden, chillig. Ich habe ja morgen nur einen ganzen Tag, nicht chillig. Und ich fahre Auto, chillig. Ich fahre Freitag Auto. Ja? Mhm. Chillig. Ich muss meine grüne Karte noch wiederfinden, ey. Ja, solltest du vielleicht. Hast du sie gebraucht? Ja, muss man. Scheiße. Er braucht die am Ende. Ich werde nächste Woche mal suchen. Nächste Woche, ganz sicher. Wie kannst du die verlieren? Weiß ich auch nicht. Man macht hier gar keine Fußspuren, das finde ich doof. Ja, ein Packeis. Alter, meine FPS droppen gerade auf 20. Ja, ich bin gerade auf 16. Was ist denn los mit dem Spiel? Weiß ich nicht, wir müssen auf jeden Fall noch bis zum nächsten Brunnen kommen. Ja, schaffen wir schon, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Natu La Paz. Oh, das ist eine Höhle. Aber das gefällt mir, das sieht schön aus hier. Ja, ich finde Orient auch wieder richtig toll. Ich Design fand Ägypten auch nicht schlecht, also Ägypten hat mir optisch auch gefallen. Nee, Ägypten hat mir optisch nicht gefallen, das war mir zu beige. Zu sandig. Willst du mal den Schild hier angucken, ob der gut ist? Ja, reich mal rüber. Ich habe nämlich bisher alle Schilde verkauft. Oh, jetzt ich auch. Er ist gut, aber er macht mir zu wenig Plus. Mein Schild macht 10% Stärke, 115 Leben und 6% Leben. Ein Schrein. Ich bin übrigens gerade fast tot. Danke. Woran? Ach, an den Säbelzahntigern. Ja, ich habe nicht so viel Leben und ich wollte keinen Trank nehmen und da bin ich einfach nie reingerannt. Wie ich es immer mache. Ja, da oben ist der nächste Brunnen, zu dem schaffen wir. Guck mal kurz, wie lange wir noch haben. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Das heißt, ich bin gelevelt. Ja, dann mach ich. Moment mal. Ich bin genau 3 Striche hinter dir.
Was level ich denn mal schön? Dass ich mache jetzt noch einen auf Wurfmesser, ich mache noch mal einen auf Hacken und noch einen auf. Was ist das hier eigentlich? Was ist denn Hacken? Dass ich so mit zwei Schwertern auf den Gegner raufspringe und extra Schaden mache. Ah, okay. Das macht doch die zwei Dings Wahrscheinlichkeit höher, also Benutzungswahrscheinlichkeit. Man kriegt maximal, glaube ich, so eine Benutzungswahrscheinlichkeit von 60% oder so. Wollen wir jetzt erst zum Brunnenlauf und dann in die Höhle? Wo ist denn die Höhle? Dahin war doch einer. Wann? Ja, hier war doch eine Höhle gerade. Wurde mir die ganze Zeit angezeigt. Ernst? Ich glaube. Hab ich nicht drauf geachtet. Doch, da ist. Jo, stimmt, da ist eine Höhle. So. Dann gehen wir mal hier schön rein und verprügeln mal ein paar Gegner. Eine Eishöhle, sieht schön aus. Ja. Oh, hier kommen die Eispanks. Nee, das sind Eisfeen. Die sehen auch cool aus. Der gab dann aber mal Titan Quest 2. Ich mach die One-Hit. Ich nicht. Titan Quest 2 sollte mal rauskommen. Da war neulich irgendwie was. Ja, neulich. Ich hab da also auf der Fanseite von denen steht. Ich bin eingefroren gewesen. Ich auch. Dass das ausgekauft wurde. Die Marke von, ich weiß nicht von wem genau. Ich glaube Nordic Games oder so. Ich weiß nicht. Kann auch komplett was anderes sein, aber der Name war gerade in meinem Kopf drin. Und ja, auf jeden Fall könnte da irgendwann mal ein zweiter Teil kommen. Was ich auch begrüßen würde. Hoffentlich. Ich habe die gerade alle mit meinem Wurfmesser getötet. Wahrscheinlich durch den Feuerschaden. Oh mein Gott. Titan Quest war von THQ, oder? Ich glaube. Ja, und die sind ja pleite gegangen. Ich bin schon wieder eingefroren. Ja. Ist sonst noch irgendwas oder war es mit der Höhle? Das war's. Haben wir den Part ja gut können? Hä, wo kommen die her? Hab ich auch gedacht. Jetzt haben wir noch 3 Minuten, können wir noch zurücklaufen und dann. Ja. Oh, Gottes Willen, ey. Wir müssen es echt wieder. Ein bisschen schneller. Wir müssen es echt wieder hinkriegen, dass Sacred läuft. Ich hab so Bock da drauf. Ja, ich hab jetzt gerade nicht so viel Lust drauf. 2 Minuten, so. Dann können wir das Land hier drumherum ein bisschen erkunden. Also ich finde, das sieht mega geil aus hier alles. Ja. Es ist stimmig mit dem Schnee. Ja. Und die Musik passt auch perfekt. Wir haben jetzt aber schon fast die Hälfte der Portale. In 3 Parts, 4 Parts irgendwie. Ja, die waren alle sehr dicht beieinander. Ja. Dicht besiedeltes Land auf jeden Fall. Okay, hier sind noch Eisfeen, die ich gerade aus dem gepult habe. Und hier ist ein Eispengst nur. So, dann können wir die Party so beenden. Habe ich 1,5 Minuten. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Party hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.